Greystoke, die Legende von Tarzan, Herr der Affen. Im Jahre 1886 wurde nach einer Schiffskatastrophe an der Westküste Afrikas ein Kind von einer Affenfamilie aufgenommen, die es aufzog und beschützte. Als der Junge größer wurde, lernte er die Gesetze des Dschungels kennen. Mit Recht nannte man ihn Herr der Affen. Du gehörst zu einer anderen Familie, einer, die du noch nicht kennst. Mein Sohn ist aus Afrika zurückgekehrt. Ich glaube nicht, dass sie ermessen können, was er wirklich ist. Er ist der Earl von Greystoke. Er ist, wozu ihn der Dschungel gemacht hat. Jetzt hat Hugh Hudson, der Regisseur des mit 4 Oscars ausgezeichneten Films Die Stunde des Siegers, die authentische Geschichte Tarzans verfilmt. Greystoke, Herr der Affen, die Legende von Tarzan. Der beste Tarzan-Film, den es je gab. Ein Werk von wilder, fesselnder Schönheit. Die deutlich macht, wie nahe Edelmut und ungebändigte Kraft im Menschen beieinander liegen. Ein Teil von mir ist der Earl von Greystoke, der andere Teil ist wild.